Herzlich willkommen zu Neue Horizonte TV. Und heute habe ich den Helmut Christoph bei mir im Studio, der einer derjenigen in Deutschland ist, der altes schamanisches Wissen, Wissen indigener Völker mit moderner Wissenschaft verbunden hat. Neurobiologie, transpersonale Psychologie und dazu 7 neue Riten der Kraft erschaffen hat. Seien Sie mit mir gespannt auf dieses Gespräch mit Helmut Christoph. Gleich bei Neue Horizonte TV. Grüß dich, Helmut. Du bist heute schon etwas nicht verkleidet, sondern in einem ritualen Gewand zu mir ins Studio gekommen. Ja, so habe ich dich noch nicht gesehen mit diesem Ausdruck. Aber ich freue mich, dass du da bist und uns ein Stück auch des Werdegangs dieser 7 Riten der Kraft erzählen kannst und vor allen Dingen, wie du dazu gekommen bist. Also was in deinem Leben dich dahin geführt hat, weil das interessiert mich und vielleicht auch die Zuhörer doch sehr, sehr doll, wie ein Mensch ja, zu einem alten Wissen kommt. Ja, das ist ja ein ganz persönlicher Weg. Ja, das war er auch, das ist er immer noch natürlich. Ja. Ne? Also erstmal herzlichen Dank hier für die Einladung und ich habe mich entschieden, einfach in einem schamanischen Zeremonial-Outfit da zu sein, weil es einfach die Verbindung zu den Energien, zur Erde, zu den Spirits verstärkt. Das ist der eigentliche Sinn. Mhm. Und ich möchte ja nicht nur von mir erzählen, das ist ja eine Geschichte, sondern ich möchte eigentlich aus der Verbindung heraus mit den Spirits, mit den Kräften sprechen. Das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Das gehört ja auch zusammen. Also, du hast sie sozusagen durch das Outfit auch eingeladen. Richtig. Outfit. Dafür ist es da. Denn das benutzen Schamanen seit Jahrtausenden, dass sie sich mit Federn oder anderen Dingen einfach umgeben, um die Kraft zu stärken. Mhm. Also um praktisch Antennen zu haben, um intensiver mit der anderen Wirklichkeit, so ganz entspannt und ohne viel Bramborium in Kontakt zu sein. Du hast mir so ein bisschen im Vorfeld angedeutet, dass schon deine Kindheit dich mehr in die Natur als in den Kindergarten oder in die Schule geführt hat. Willst du da auch so einfach mal kurz, weil das ist ja doch ein besonderer Weg, den du gegangen bist. Ja, ich bin sehr alleine aufgewachsen. Also wenig Kontakt mit meinen Eltern und auch wenig Kontakt mit Gesellschaft, das heißt mit Kindergarten und all diesen Dingen. Das hat mich nie gerufen. Mich hat der Wald gerufen, die Natur. Und das erste Mal mit 10 Jahren habe ich mich dann auch entschieden, ich gehe von zu Hause weg, ich wohne im Wald, ich möchte einfach dort lieber sein als in dieser, naja, schwierigen, seltsamen und auch oft chaotischen Welt der Menschen. Wobei ich natürlich auch selbst für die Eltern und auch für die Menschen ein bisschen schwierig und chaotisch war. Aber das liegt natürlich in der Natur der Sache. Und ich habe mich dann auch später, also mit 14, habe ich dann wirklich eigentlich auf der Straße gelebt. Für ein paar Jahre. Bin viel durch die Welt gereist, damals schon als Jugendlicher, habe mich mit den, es waren ja dann die 68er, natürlich auch viel mit Drogen beschäftigt, alles Mögliche ausprobiert. Ich war sehr stark auf der Suche und heute weiß ich, dass ich im Grunde auf der Suche war nach meinen Wurzeln, nach der Verbindung mit der Erde, nach der Verbindung mit dem Göttlichen. Und gefunden habe ich das Ganze, als ich das erste Mal in die Schwitzhütte eingeladen wurde. Da war ich 35
Und obwohl ich vorher sehr viele intensivste spirituelle Erfahrungen machen konnte, also ich habe mich dann auch mit Yoga beschäftigt, mit Taoismus, Buddhismus, meditiert, Übungen gemacht. Nach dieser Schwitzhütte hatte ich eigentlich das erste Mal ein Gefühl, ich bin da. Ich bin du hast dich gespürt. Auf der Erde. Mhm. Ja, ich bin vorhanden, ich bin real, ich bin angekommen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gewusst habe, da ist der Weg. Mich dann mehr intensiver damit beschäftigt. Ich traf damals dann auch verschiedene schamanische Lehrer, die mir Wissen gaben. Ich bin in Afrika gewesen, ich war in Nordamerika, in Südamerika. Ich habe eigentlich überall, wo es noch indigene Kulturen gab, geforscht, gesucht, versucht, auch das Wissen von dort zu übersetzen. Weil ich habe sehr schnell festgestellt, jede Kultur, jeder Stamm hat so auch seine eigenen Themen, seine eigenen Wahrnehmungen. Was sich in der Sprache dann auch äußert. Ja. Und auch Spiritualität wird von uns hier in unserer Kultur so ein bisschen anders betrachtet als zum Beispiel von einem Naturvolk. Die haben ja ganz andere Zugänge dazu. Von daher war und ist es mir nach wie vor ein Anliegen, da eine Brücke zu schlagen. Also zwischen dem Steinzeitwissen oder auch der Steinzeitspiritualität und dem, was wir jetzt hier in unserer Kultur erleben, erfahren, erforschen. Ich habe einfach gesehen, im Grunde geht es darum, dass wir das Phänomen Geburt und das Phänomen Tod permanent verarbeiten. Also das, und dazu ist die Schwitzhütte? Dazu ist die Schwitzhütte ein wunderbarer Ort, weil sie steht für die Gebärmutter der Erde. Und ich erlebe es immer wieder, wie Menschen in der Schwitzhütte an ihre Geburtsmuster kommen. Die werden erinnert, der Körper fühlt sich tatsächlich so, als ob er jetzt nochmals in dem Geburtsprozess steckt. Und das Spannende daran ist natürlich, dass wir jetzt über dieses Schwitzhüttenritual in der Lage sind, die oft traumatische Geburtserfahrung, die unser ganzes Leben lang unter Umständen prägt, ja, diese traumatische Geburtserfahrung zu überschreiben mit einer positiven Geburtserfahrung. Das heißt, wir werden wiedergeboren, wie das ja oft in vielen Traditionen auch angeregt wird, auch in der Bibel. Taufe, ja. Ne, die Taufe ja, wird ja auch wiedergeboren werden. Aber diese Wiedergeburt, da sind wir bewusst dabei, wir bestimmen mit, wir erschaffen uns neu. Und das nicht allein. Nein, das nicht allein, zusammen in der Gruppe. Ist ja das. Das heißt, wir erschaffen uns und gleichzeitig entsteht ein kollektives Feld von Erneuerung, von Wissen, von Weisheit, von Erfahrung, von Austausch, von auch Offenheit. Denn auch das ist das, was mir immer mehr klar geworden ist im Laufe dieser Arbeit. Wir kommen natürlich sehr weich und offen auf die Welt. Aber wie wir alle wissen, die Panzer. Genau, die Panzer, ja. Wir müssen uns schützen. Das ist auch total legitim. Ja. Das brauchen wir, um zu überleben. Ja. Aber ab einem bestimmten Punkt sind diese Panzer einfach unnötig. Ja. Wir leben immer noch im Drama der Kindheit, vielleicht sogar im Drama der Geburt, manchmal sogar im Drama unserer Eltern und Ahnen. Ja. Wenn wir jetzt diesen Geburtsprozess, also diese Erinnerung, wie war denn das damals, als ich noch in Unschuld und Vertrauen und offen und weich und fließend war? Wenn wir uns das wieder zurückerobern, dann haben wir auch die Chance, ganzheitlich, also mit einem entspannten Körper, einem entspannten, offenen Geist,
mit frei fließenden Gefühlen einfach neu in die Welt zu gehen. Und das, finde ich, ist eine ziemlich gute Geschichte und eine tolle Chance. Und das möchte ich eigentlich auch mit dieser Arbeit, mit diesen 7 neuen Riten den Menschen schenken. Und dieses Gefühl der Geborgenheit ist dann so eine Art Referenzerfahrung, also für die Menschen, die daran teilnehmen, ein Ort, hier bin ich so, wie ich bin. Kann ja. man das so? Und hier ja. kann ich sein, wie ich bin, Richtig. Auch mit meinen bisher als dunkel angesehenen Anteilen und sowas wie Scham, ja, das hat ja was auch mit Panzerung und verstecken wollen zu tun, dass die wegfließt. Also ich behaupte, wir besitzen gar keine dunklen Anteile, aber wir werden dazu genötigt, sie zu bestimmte Dinge in uns zu unterdrücken und zu verstecken. Also unser natürliches Wesen nicht direkt und unmittelbar auszudrücken. Das wird uns aberzogen und das wird auch dämonisiert. Ja? Die Natur als solche ist nicht dunkel oder böse. Die Natur sorgt natürlich für Überleben, aber da gibt es immer ein Gleichgewicht und eine Intelligenz hinter allem. Erst durch die entsprechende Erziehung, und du hast es angesprochen, es gibt da verschiedene Wunden in uns, unter anderem auch die Schamwunde. Und diese Schamwunde ist die Wunde, in der wir immer wieder erlebt haben, dass unsere Eltern oder auch die Gemeinschaft uns immer wieder erzählt, du bist nicht richtig, so wie du bist. Schäm dich. Ja, was tust du denn schon wieder? Ja. Und das erzeugt natürlich in einem Kind, in einem unschuldigen Kind, eine tiefe Verunsicherung. Ja, ich bin nicht so richtig, wie ich bin. Ich darf nicht so sein, wie ich mich fühle. Ja. Ich muss ein Spiel spielen. Ich muss eine Maske aufsetzen, um zu überleben. Ja. Und das ist eine andere Maske, als die du jetzt auf dem Kopf trägst. Ja, klar. Trägst. Deswegen habe ich auch bewusst nicht gezeigt. Ja. Klar. Und es gibt natürlich noch mehr Wunden. Trennungswunde, Schockwunde. Und all diese Wunden können über diese schamanische Arbeit und vor allen Dingen über die Schwitzhütte wieder geheilt werden. Es braucht Zeit. Das ist klar. Es ist auch ein Lernprozess. Es geht nicht auf Knopfdruck. Und es braucht auch Mut. Und es ist, also für die, die von der Spitze noch nie was gehört haben, es ist beileibe nicht einfach eine Sauna. Na, du hast es ja erlebt. Ja. Es war beileibe nicht eine Sauna. Ja. Ja. Es ist ein Ort der Kraft. Es ist ein Ort, in dem, wenn ich es jetzt mal psychologisch ausdrücken würde, eine Gebärmuttersimulation oder eine Nahtodsimulation stattfindet, eine Geburtssimulation stattfindet. Wenn ich es jetzt mehr im Kontext der indigenen Völker ausdrücken möchte, ist es einfach der heilige Tempel von Großmutter Erde, der Urkraftplatz des Weiblichen, die Gebärmutter. Ein Ort der Wandlung, der Transformation von Leben und Tod. Ein Ort, in dem sehr, sehr tiefe Zugänge ins Unbewusste möglich sind. Wo Dinge sich zeigen, also nicht nur angenehme Dinge sich zeigen. Das haben wir ja auch erlebt. Dass einfach auch die Schmerzen unserer Vorfahren, unserer Ahnen sich zeigen konnten. Ja. Und dass wir auch diese Chance hatten, das zu heilen, also auch die Vergangenheit zu heilen. Auch das ist ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich sehe, das große Weltgeschehen ist ein Produkt, ja, das sich über Jahrtausende hinweg aufgebaut hat, aus unzähligen Verwundungen. Und weitergegeben. Ja, weitergegeben wurde. Und wenn wir das in den Griff bekommen wollen, dann geht es wirklich darum, auch diese uralten Wunden anzuschauen und da Licht reinzubringen und sie zu heilen. Da war ja der Tom Blue Wolf als Schamane, ne, der Indianer in Nordamerika, der dann so aussah, dass diese 7 Generationen
ne, dass sie in dem Bewusstsein für der 7 Generationen vor ihnen und auch 7 Generationen nach ihnen leben. Diese 7 Generationen, gerade in unserem Volk, es ist ja unglaublich schwer in diesem Bewusstsein dieser 7 Generationen vorher, weil uns die letzten Generationen so dämonisiert wurden. Das heißt, ja, ich glaube, gerade das deutsche Volk bedarf Rituale, diese Wurzeln zu heilen, sich nicht mehr, ich kann der Wurzeln zu schämen. Ja, also ich denke nicht nur das deutsche Volk. Nicht ja, ich meine, aber da, ich meine, als Deutscher habe ich das als Jugendlicher so bewusst erlebt, dass ich nicht, ne, also daraus Kraft schöpfen konnte, aus den Wurzeln. Also ich sehe überall in der Welt, dass einfach Dinge passiert sind, die nicht schön waren. Mhm, ja, wo Menschen gegen sich gearbeitet haben, gegen die Natur, gegen alles Mögliche. Aus welchen Gründen auch immer, aus Verzweiflung, aus Fehlinformationen. Man könnte auch sagen, manchmal ist unser Bewusstsein wie von Virus auch verseucht und da laufen manchmal ganz viele Fehlprogrammierungen ab. Auch hier ist der Schamanismus eine Kunst, die sagt, wenn da irgendwas falsch läuft in deinem Kopf, wenn da eine komische Programmierung da ist, ein seltsames Glaubenssystem, dann mach doch mal das Gleiche, was du auch mit deinem Computer machst. Fahr ihn runter. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und dann lad noch mal neu das Ganze ein. Ausschalten, einschalten geht. Ja, funktioniert in vielen Fällen. Mhm. AEG. Und genau das ist das, was auch in der Schwitzhütte gemacht wird. Mhm. Wir versuchen im Ritual an einen Punkt zu kommen, wo wir einfach alles loslassen. Mhm. Unsere Giveaway. Ja, in den, unsere Prägungen, unsere Ängste, unsere Zweifel, unsere Wahrnehmung von uns selbst letztendlich sogar. Die häufig verschoben ist. Richtig, weil wir eben auch gelernt haben, uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu sehen. Mhm. Ja. Und andere Teile von uns dürfen nicht gesehen werden. Ja. Wir müssen unterdrückt werden. Wir sind natürlich trotzdem da, rumoren im Untergrund und stören uns oft über Krankheiten, Störungen, Unsicherheiten, wie auch immer. Mhm. Ja. Tiefe Ängste. Ich sehe das bei vielen Menschen. Mhm. Ja. Erst dann, wenn man lernt, wirklich dieses Loslassen, dieses in Anführungszeichen sterben können. Mhm. Ja. Ich würde das auch als das große Loslassen bezeichnen. Ja. Und das zu üben. Mhm. Mhm. Dann kann auch eine Auferstehung kommen. Also es wird ja viel von Veränderung gesprochen, ja, von es muss so vieles anders werden und besser werden und was immer auch werden. Aber ich glaube aus meiner Erfahrung heraus, dass wir erstmal lernen müssen, wirklich loszulassen vom Alten. Also diesen Sterbeprozess besser zu verstehen und auch zu erkennen, dass es so etwas Natürliches ist, in uns sterben permanent jede Menge Zellen ab und werden neu geboren. Etwa 7 Millionen pro Sekunde. Zum Beispiel, ja. Da einzutauchen, das als den urspirituellen Prozess zu begreifen, da sitzt das Göttliche, genau an dieser Schnittstelle zwischen Tod und Leben, da ist das Schöpferische zu Hause. Mhm. Ja, für mich. An der Grenze. An der Grenze, ja, da ist das Unfassbare, da wo die Dinge sich auflösen und neu entstehen. Mhm. Und da ist auch genau der Ort, an dem Schamanen arbeiten, wo es darum geht, in diesem Zwischenbereich Dinge entweder aufzulösen oder Dinge auch neu zu schöpfen. Mhm. Aber erstmal müssen sie sich auflösen, erstmal muss Platz sein, ja, Leere. Und davor haben viele Menschen Angst. Ja, natürlich. Also dieses Loslassen, als wenn sie schon im Vorfeld an dieses große Loslassen sozusagen erinnert, wovor sie Angst hat, also vor dem, das, was wir Tod nennen. Und in der Schwitzhütte, in den Ritualen, ist es immer wieder dieses Loslassen. Einschließlich zum Beispiel in diesem Trance-Dance, ja, den von
Atkins. Ja, das ist ein brasilianischer Psychiater, der den entwickelt hat und den ich von einem französischen Ethnologen gelernt habe, Dr. Jacques Donnart, der allerdings auch in seiner, also diese Technik in seiner Essenz zurückgeht auf die Urreligionen Afrikas und dem einfach es ganz leicht ist, loszulassen. Und gleichzeitig in eine unglaubliche Energieerfahrung zu kommen. Also die Afrikaner sagen so, die kleine Seele muss beiseite treten. Damit die große da reinkommen kann und sich ausdrücken kann. Und wenn diese kleine Seele, unsere Konditionierungen, ja, der Kontrolleur, mal Mr. Controlletti, ja, in Urlaub geht, dann kommt eine ganz mächtige Kraft. Wir haben das erlebt. Ja. Dann kommt ein riesiges Lachen manchmal aus den Menschen. Ja. Ja. Dann ist da eine Befreiung da. Das geht weiter, als jetzt der Kopf das irgendwie erfassen kann und verstehen kann. Ja, das hatten wir ja da erlebt, ne, bei einer Frau, die sehr analytisch, logisch drauf war, Metaphysik und Philosophie. Und auf einmal nach dem Tanz oder mittendrin fängt die so kreatürlich an zu lachen. Es war keine Sekunde, dass es irgendwie komisch klang, aber es war auch nichts Aufgesetztes, sondern durch und durch. Und ja, die Gruppe hat sich einfach mitgefreut mit diesem Menschen, der so vorher so verkopft daherkam und alles in Frage stellte und analysierte und auf einmal nur so von Herzen, ja, und aber mit dem ganzen Körper lachen konnte. Es hat alle angesteckt. Ja. Sie haben sich alle plötzlich erinnert und getraut, loszulassen. Ja. Das ist immer das Tolle, wenn ein Mensch bereit ist, rauszutreten aus diesen engen Begrenzungen, sich befreien kann, dann zieht er oft viele mit sich, ja, weil die plötzlich sehen, ah, so funktioniert das. Oder das fühlt sich gut an. Ja. Wir brauchen einfach diese Information von, es fühlt sich gut an, loszulassen. Das meine ich, ne? Also das zwischen dem davon sprechen, ja, lass los. Klar. Und dem Erfahren, wie sich das anfühlt, dann wird es ja auch erst sozusagen zu einer eigenen Wahrheit. Und dass jegliche Angst dann abhanden kommt, sich verflüchtigt, weil du diese Grunderfahrung mit deinem Körper gemacht hast. Das fühlte sich gut an. Ja. Ja, und das, was du erlebt hast, war nur der erste Ritus. Also es sind natürlich verschiedenste Bereiche, die ich damit ansprechen kann, auch mit unterschiedlichsten Techniken. Und das Ziel ist letztlich wirklich, dass du als Mensch erstens mal dich in deiner Ursprünglichkeit wieder erfahren kannst, jenseits all dieser Konditionierungen und Muster. Das andere ist aber, dass wir dadurch, es geht ja nicht nur ums Zurück, sondern dass wir auch Schritte machen in unsere Weiterentwicklung. Wir sind ja nicht mehr die Steinzeitmenschen. Ja, wir sind auch nicht in dem Sinne wie die indigenen Völker. Wir haben eine Geschichte hinter uns, die wir verarbeiten müssen. Wir haben die Aufklärung bei uns ja auch. Wir können Atome spalten, wir können Gene manipulieren, wir können dermaßen viel verrücktes Zeugs machen. Und ich denke, gerade weil diese ganze Technik voranschreitet und auch uns ganz stark mit beeinflusst, ist es eigentlich total notwendig, diese Wurzeln und dieses Angebundensein und diese Verbindung zur Erde, zu den Pflanzen, den Tieren, den Steinen, einfach stärker zu beachten. Aus denen wir bestehen. Richtig, aus uns, ja. Wir merken, Moment, ich bin die Erde, ich bin sozusagen ein Monitor für die Erde. Durch mich spricht sie, ja, durch mich fühlt sie sich. Durch mich schaut sie in die Welt. Ich bin eine Art Organ der Erde.
Es gibt ja viele Theorien. Eine sagt, dass wir die Gehirnzellen der Erde sind. Mhm. Also dass die Erde als gesamtes Lebewesen Gaia mhm. viele Organe hat. Und dass es wohl so aussieht, dass wir wirklich ihr Bewusstsein, ihr Gehirn repräsentieren. Und sie scheint momentan in der Pubertät zu sein. Mhm. Weil... Wenn wir uns umschauen, ja. Ja, da einfach noch ganz viel am Entwickeln ist und am Sortieren ist und auch noch sehr viele Bewusstseinsspaltungen da sind. Mhm. Projektionen. Projektionen, ja, noch sehr viel auch Fehlinformationen. Und ich hoffe natürlich, dass sie gut auf die Pubertät kommen, dass wir irgendwann mal wirklich mit ihr zusammen der weiße Planet sind oder der erwachsene Planet sind, der sich dann vielleicht mal ganz anders weiterentwickeln kann. Du hast ja nochmal, darf ich mit dem Loslassen von Konditionierung, es gibt ja andere, unzählige Theorien, was gerade eigentlich mit uns geschieht, die einen reden von der Matrix, ja, also dass wir eigentlich permanent fremdgesteuert werden hier und abgesaugen und manipuliert werden, dass in diesen Grunderfahrungen des Loslassens, auch gerade in einem Trance-Dance, neurobiologisch so etwas passiert, dass tatsächlich Dendriten sich lösen, ja, also Synapsen sich lösen im Gehirn, was man sozusagen mit einer Veränderung der Antenne vergleichen könnte. Ja, das heißt, alte Programme können wir dann auch nicht mehr empfangen. Ja. Also ich denke, empfangen können wir alles. Mhm. Wir sollten uns da irgendwo nicht einschränken. Mhm. Wir sollten in der Lage sein, das, was wir empfangen, zu selektieren. Mhm. Es ist die Frage, wie sehr lasse ich Dinge an mich ran. Mhm. Der Weg des Bewusstseins heißt nicht der Weg des Ausblendens. Okay. Ja, sondern der Weg heißt einfach, ich bin mir bewusst, es gibt Dunkelheit und Schrecken in dieser Welt. Oh ja, ja? Nicht zu knapp. Ich muss da nicht wegschauen, aus Angst. Mhm. Ich bin mir aber auch bewusst, es gibt ganz viel Wunder und Wunderbares in dieser Welt. Mhm. Und als Mensch gehe ich auf diesem ganz schmalen Pfad zwischen Wunder und Schrecken und weiß, dass ich die Verantwortung habe für die Balance. Mhm. Dass ich mit beidem verbunden bin, dass ich beides auf eine Art auch in mir trage. Nur, wenn ich nur in das eine oder nur in das andere schaue, dann werde ich ein bisschen weltfremd. Mhm. Ja? Also nur ins Licht. Ja, dass man. Da fehlt was. Ja, nur in die Dunkelheit, da fehlt auch was. Mhm. Aber den Weg wirklich als Mensch zu finden, als Mitschöpfer, bedeutet, in Kontakt zu sein. Mit der eigenen Kraft, auch mit den eigenen Bedürfnissen, Wünschen, auch mit dem, was wir vorhin auch so als Dunkelheit angesprochen haben. Mhm. Wenn ich mir meiner Dunkelheit bewusst bin, dann kann ich sie kontrollieren. Wenn ich sie verdränge, dann alles, was im Unterbewusstsein hat, eine größere Macht über uns. Richtig. Kann es gut sein, dass ich mich vielleicht irgendwo als Amokläufer wiederfinde, ja, gesteuert von irgendetwas, was ich aus der Hand gegeben habe. Ja. Also es gibt die Dämonen, es gibt die Engel. Beide dienen sie uns, ja, wenn wir mit ihnen den Kontakt haben. Und das ist halt auch das, was in den ganzen schamanischen Kulten, den Naturreligionen, immer wieder geachtet wird. Ja, die Oberwelt und die Unterwelt, beides gehört zur Existenz. Beides arbeitet auch zusammen. Und wir als Bewusstseinsträger haben die Aufgabe, uns beider Ebenen bewusst zu werden. Bewusstseinserweiterung ist eine tolle Sache, aber man muss durch die Ängste hindurch. Sonst schafft man die Erweiterung nicht. Ja, also ein wesentlicher Punkt ist die Angst. Also, dass wir die Angst vom Hinschauen verlieren. Ja. Und Dinge, die uns unbekannt sind, machen uns Angst. Das wissen wir. Okay. Ja. Je bekannter uns etwas ist,
umso mehr können wir uns dem entspannt nähern. Mhm. Oder wir wissen überhaupt, wie geht man damit um. Mhm. Ja. Mhm. Wie spiele ich mit dem Feuer oder wie arbeite ich mit dem Feuer, mit den Elementen generell. Kannst du vielleicht mal anhand von ein, zwei konkreten Beispielen zu diesem, den Prozess oder den du beobachten konntest, was mit Menschen geschah, die zunächst ziemlich verpanzert zu dir kamen oder in die Rituale, wie sich dieses, also ich habe es jetzt mit dem Lachen, dann haben wir da ein Beispiel gehabt, das ist ja punktuell, aber wie sich dieser Prozess, das Wichtigste ist ja, dass wir nicht nur Erfahrungen in solchen Ritualen haben und geschützten Orten, sondern diesen Transfer in das Alltagsleben. Also daran bin ich jedenfalls immer interessiert, wie tauglich ist sozusagen eine Methode, eine Therapie oder sie diesen Transfer in den Alltag, also in meinen Umgang mit Menschen, in meine Resonanzfähigkeit mit Menschen zu übertragen. Der Transfer im Alltag läuft über den Körper. Ja, das ist ja das, was auch über die Schwitzhütte und auch in den Riten immer wieder angegangen wird. Eine Veränderung auf allen Ebenen, also oder auch eine Art von Synchronizität zwischen Körperbewusstsein, mentalem Bewusstsein, emotionalen Geschichten, spirituellen Geschichten, dass wir immer mehr mit uns eins werden. Das bedeutet auch mit unseren tiefen Wünschen und Bedürfnissen eins sind. Die wir aber erstmal kennenlernen müssen. Ja, die wir uns auch erstmal getrauen müssen, sie zu haben, zu zeigen und so weiter. Und das sind jetzt nicht nur sexuelle Wünsche, Bedürfnisse, das geht in sehr viele Richtungen. Also sich zu zeigen, wie man ist, ja. Das war, ohne Angst. Das war vom Tom auch, ne? Diese drei Anforderungen an, an ein Stammesmitglied. Zeig dich, sei präsent. Ja. Und beobachte, wie sich das große Geheimnis sozusagen vor deinen Augen lüftet. Ja, und das sagt eigentlich schon alles, auch für den Alltag. Zeig dich, sei präsent und schau, was passiert. Und klar, wenn ich sehr verkrampft bin, wenn ich überlastet bin, wenn ich allen möglichen Müll, egal auf welcher Ebene, körperlicher, emotionaler oder geistiger Müll, mit mir herumschleppe, dann kann ich mich schwer zeigen. Ich kann mich schwer öffnen. Ich tue mir auch schwer in der Wahrnehmung. Da gibt es zu viele Störfaktoren. In dem Moment, wo ich all diese Dinge immer mehr über Bord werfe, umso leichter fällt es in jeder Situation im Alltag. Denn für mich gibt es nicht unbedingt so einen Alltag und Nicht-Alltag. Wir sind da, wir sind einfach jeden Moment da. Wir können uns in Routinen verlieren, aber wir sind trotzdem da. Ich meinte das auch mit dem Alltag, nur jetzt in dieser geschützten Seminar oder da Ritual. Da lernen wir es. Ne, sondern da lernen wir es. Daily natürlich. Life. Es ist schon gut, einfach bewusst einen Weg zu gehen. Ich meine jetzt, das muss nicht nur der Schamanische sein. Es ist einfach gut, einen Weg zu gehen und an sich zu arbeiten. Also einfach zu schauen, wie kann ich mich entwickeln. Und für mich ist es halt eben so, dass ich sage, naja, ich bin ein Stück der Erde. Ich möchte diesen Weg mit der Erde gehen. Ja. Die Erde trägt mich, die Erde nährt mich, die schenkt mir auch ganz viel an guten Erfahrungen. Die hat eine Menge Kraft, die Erde. Ich sehe mich als ihr Bestandteil und wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sie sich weiter und umgekehrt. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, den viele Leute gar nicht so richtig verstehen. Die sagen, ja, Erleuchtung und Licht und Sonne, auch gut, natürlich. Nur, wie willst du zur Sonne hinwachsen, wenn du keine starken Wurzeln hast? Wenn du nicht verbunden bist mit deinen natürlichen Bedürfnissen, mit deinem Körper. Ja? Wenn du nicht die einfachsten Dinge einfach für dich anerkennst. Und da geht es einfach für mich los. Ich denke, also in meiner Philosophie, dass
Universum ist ein Riesenorganismus, der permanent versucht rauszufinden, was los ist und ob es ihm gut geht und wie es ihm am besten gehen kann. Und wir sind sozusagen die Teile des Universums, die da an vorderster Front stehen mit unserem Bewusstsein. Also sozusagen, wie sich das Universum selbst betrachtet. Ja, also. Richtig. Mhm. Ich meine, wir sind ja nicht nur die Erde, wir sind das Sonnensystem. Letztlich sind wir die ganze Existenz. Nur es ist leichter, erstmal im Kleinen anzufangen und vom Kleinen dann die nächsten Schritte zu machen. Und der nächste Schritt wäre für mich, hier ist dieser Körper. In welcher Beziehung steht er zum Körper der Erde? Mhm. Wie ist er verbunden? Wie bewusst kann ich überhaupt eine Verbindung herstellen zu Pflanzen, zu Tieren, zu Steinen, zu Spirit? All das sind Sachen, die in den Riten gelehrt und gezeigt werden, geöffnet werden. Und es ist kein Lernen, wie man es in der Schule kennt. Es ist ein Lernen mit dem ganzen Körper. Es sind im Grunde Einweihungen, Initiationen, die da erfolgen, wo unser Energiesystem neu getunt wird. Durch dieses Sterben und Neugeborenwerden kommt unser ganzes Sein auf ein anderes Level, auf eine andere Ebene von Erfahrung. Und dadurch, dass wir das noch mitschöpfen, mitbestimmen, entsteht ein ganz starker Wachstumsprozess. Ein Wachstumsprozess, den wir zusammen machen als Gruppe, aber nicht nur als Gruppe, sondern eben zusammen mit dem Planeten. Mhm. Und da geht es für mich hin. Mhm. Ja. Und dann kann man den nächsten Schritt gucken. Also planetares Bewusstsein. Ja, planetares Bewusstsein. Solange wir uns nicht als Erde, als gesamtes Wesen begreifen, dass wir wirklich Teile sind eines größeren Wesens, eines göttlichen Wesens letztlich, kommen wir nicht unbedingt weiter. Man kann ja den menschlichen Körper, ne, den ich hier mir gebaut habe, das sind hochgerechnet, man sagt so 50 Billionen intelligente Zellen, die ein Ganzes bilden. 50 Billionen. Unglaublich. Ja. Und ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Also die Rahmenbedingungen schafft alles andere. Ja. Alles andere ist Selbstorganisation. Ja. Und dann gehst du mit deinen 50 Billionen Zellen online, mit den, ich weiß nicht wie viel, Trilliarden Lebewesen, die es auf der Erde gibt. Mhm. Mit dem Gesamtorganismus der Erde, von dem du eine Zelle bist, umgerechnet wieder. Mhm. Ja. Aber nicht unbedeutend. Ich trage nicht den Atlas auf mir, also sprich, ich muss nicht die Welt retten, und trotzdem, glaube ich, kommt es auf jeden an. Naja, wenn du vollständig bist, hat jede Zelle ihren Platz und ihre Richtigkeit und Wichtigkeit für das Ganze. Mhm. Ja. Und es gibt noch so ein, also für mich gibt es auch noch so ein anderes Phänomen, nämlich, dass wir durch unsere Arbeit an uns selbst durchweg auch mitbestimmen können, wie weit wir aktiv sein wollen an der Entwicklung. Wir können uns engagieren, wir können einen Weg gehen. Für mich sind diese sieben Riten eigentlich Türen oder Räume, in die ich Menschen einlade und sage, du kannst da eine sehr spannende, eine sehr wachstumsfördernde und eine sehr heilsame Erfahrung machen. Ja. Mhm. Aber was du dann damit tust, wie du das dann damit umsetzt, wie du damit nach außen gehst, das ist natürlich dir überlassen. Mhm. Ja. Und da bin ich auch natürlich neugierig. Weil es geht nicht darum, noch ein Glaubenssystem und noch eine Religion und was immer auch. Ja. Sondern mir geht es darum, lass uns in Räume gehen, die uns berühren, die uns erinnern an das, was wir wirklich sind. Und zwar nicht dadurch, dass uns jemand erzählt, wer du bist oder sein sollst, sondern dass wir es spüren, ganz tief in uns,
lass uns dieses Vertrauen auch finden in die eigene Erfahrung. Mhm. Viele Menschen misstrauen sich selbst in ihren Erfahrungen. Da kommt man dann nicht weiter. Mhm. Ja. Erstmal auch zu spüren, ich bin okay und das, was ich erfahre, hat eine Bedeutung, eine Richtigkeit. Und ich kann damit arbeiten. Ja. Auch wenn es dreimal subjektiv ist. Ja. Mhm. Aber meine Fähigkeit, mich zu erfahren, ist viel feiner, ist viel präziser, ist viel besser als jedes Messinstrument außerhalb. Mhm. Ja. Und es gibt Dinge, die kann man eh nicht messen. Ja. Die liegen eh jenseits all dieser Vorstellungen. Aber sie sind möglich zu erfahren und zu erleben. Und zu fühlen. Und zu fühlen, ja. Und zu fühlen. Und wenn ich etwas fühle, dann bin ich mir ja auch sicher, dass sich etwas verändert hat. Also wenn ich in ähnlichen Situationen vorher sich bei mir alles zusammenkrampft und ich dann in die gleiche oder ähnliche Situation komme und es ist alles gut, ja. Es ist sogar Freude vielleicht sogar dabei, weil alle Angst oder sonst was über Bord gegangen ist, also die Körpererfahrung, das Fühlen als wichtige Komponente auf diesem Weg des sich Entfaltens oder Entwickelns all dessen, was eigentlich schon da ist. Ja, Erdspiritualität nennt sich das. Mhm. Ich meine, das wurde uns natürlich auch durch Kirche abtrainiert. Ja, dass so eine Spaltung mal erfolgt ist. Da ist das Göttliche, das hat aber nichts mit Körper und Materie zu tun. Mhm. Ja. Und da wollen wir natürlich hin. Und das andere ist, naja, minderwertig. Mhm. Oder teuflisch. So. Oder teuflisch, ja, dämonisch, ja. Schwierig. Ja. Schwierig wurde es deshalb, weil es abgelehnt wurde, wird. Menschen, die, sagen wir mal, sehr destruktiv sich verhalten, sind oft Menschen, die einfach abgelehnt wurden, ungeliebt wurden, die irgendwo einen Kampf kämpfen, voller Wut, Rache, wie auch immer, ja. Weil sie in sich diese Ablehnung tragen. Mhm. Gegen, und dann zu einer Selbstablehnung. Das ist dann, kommt dann auch noch dazu. Mhm. Ja. Mhm. Und Annahme, sich selber wiederfinden, sich einfach auch Dinge zugestehen in der Hinsicht, dass ich sage, es gibt viele göttliche Erfahrungen, die kann ich nur machen, weil ich einen Körper habe. Mhm. Ja. Mhm. Die Götter heißt es in Indien heißt es, die Götter beneiden uns Menschen dafür, dass wir einen Körper haben. Weil dann kann man so tolle Sachen erleben. Über den Körper und im Körper. Ja. Ja. Magst du noch ein Schlusswort sprechen? Ich fand das sehr spannend und einen schönen Bogen, den du da beschrieben hast. Also, ich möchte eigentlich alle Menschen, die den Mut haben, sich neu zu erleben, im Kontext der Elemente, im Kontext der Erde, im Kontext eines auch alten Wissens, einfach nur einladen, es auszuprobieren, einfach mal zu testen. Ich biete ja diese Riten auf Spendenbasis an. Ich will sie nicht verkaufen, ich kann sie auch nicht verkaufen, dafür sind sie mir viel zu wichtig. Ja. Ich kann nur sagen, es gibt eine Chance für Wachstum, es gibt eine Chance für Entwicklungen und für Erfahrungen, die sich viele von uns gar nicht vorstellen können. Und dazu möchte ich einfach einladen und freue mich natürlich, wenn immer mehr Menschen dieser Einladung folgen. Aho. Sei es, ich habe gesprochen. Ja, au. Danke dir, Helmut. Ja, liebe Zuschauer, wir blenden auch nochmal zwischendurch die Homepage 7 Riten der Kraft ein, dass Sie sich dort nochmal schlau machen und vielleicht lassen Sie sich ja auch einmal darauf ein, eine andere Erfahrung zu machen als die, die Sie in der Sauna machen. Denn ich kann sagen, die Schwitzhütte ist was völlig, völlig anderes. Ich hoffe, es hat Ihnen schöne Anregungen gegeben zum selber Denken, zum selber Spüren und freue mich, wenn Sie demnächst wieder dabei sind bei
Neue Horizonte TV. Tschüss, machen Sie es gut.